So, grüß euch. Da sind wir wieder. Hof Bergmann im LS22. Wir haben jetzt mal, oder wir, ich habe jetzt mal die Schaufel ausgetauscht. Das ist eine Bressel-Ladeschaufel. Das ist eine Hochkippschaufel, die ich hier vorhabe. Und ich habe hier mal ein Gewicht hinten dran gebamselt. Mal gucken, ob das jetzt besser klappen tut. Klappen. Oh, ich muss jetzt wieder umstellen hier. So, jetzt klappert. Jetzt klappert das. Meine Steuerung mit dem Joystick klappt auch wieder. Da bin ich ja schon wieder besser zufrieden. So muss das sein. So, dann schauen wir mal. So. Es rieselt der Schnee. Tederetete. So, wer gerade aufgepasst hat. Hier liegt auch schon welcher. Weil ich habe ja keine Lagerkapazität dafür. Da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt den zweiten Anhänger noch voll. Dann lege ich den, oder gebe ich den da auch mit bei. Und dann machen wir erstmal Big Packs, habe ich mir so gedacht. Aber bevor wir das machen, wie gesagt, ich mache jetzt den zweiten Anhänger voll, kipp den da ab und dann werde ich erstmal einen Auftrag machen. Ich habe gesehen, wir, Halleluja, wir hätten da was, und zwar einmal pflügen. Das würde ich dann eben noch so zwitschgen durchmachen. Achso, der ist schon wieder leer, mein Gott. Also die Schaufel meine ich. Das geht ja wie's Mäusemelken hier jetzt. Jetzt bin ich durch den. Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich gerade durch den Kalk durchgefahren, aber bin ich nicht. Also dieses Steine sammeln, muss ich ja sagen, ne? Da ist schon was zusammengekommen jetzt auf den Feldern. Wieso habe ich jetzt die Schaufel nicht voll? Weil ich zu dusselig bin, ne? Genau. So. Hätten wir das auch geklärt. Stehen bleiben, Junge. Und dann vorwärts fahren, das macht Sinn. Okay, der Anhänger ist gleich schon voll. Ich glaube, diese noch hier, und dann müsste es eigentlich erstmal genug sein, denke ich. Boah. Alter Schwede. Prost Wasser. Ja. Das sollte erstmal reichen. Wenn der durchgelaufen ist, ist der Anhänger auch voll, denke ich mir. Ja. Ich werde den mal hier hinstellen. Erstmal. So, wenn ich dann aussteigen kann. So. Tür zu machen. Nicht, dass man sich was kaputt fährt, das will man ja nicht, ne? Habe ich die Tage doch gesehen bei dem Stefan Hauer. Also wer den nicht kennt, ist Hauers Highlands, der macht auch Videos. Farm Vlogs, wie das so schön heißt. Dem ist das mit seinem Steiertraktor passiert. Ne? Nicht dran gedacht, dass die Tür noch offen ist, in die Scheune rein, platsch, war sie kaputt. Dumm gelaufen. Aber sowas passiert. Oh, warte, nee, den machen wir. Ah, ich habe das jetzt verpennt.
Ich hätte früher einschlagen müssen. Den hauen wir jetzt hier rum. Oh, guck mal, hat er da auch noch zwei Kisten voll gemacht. Das sollte er ja eigentlich nicht, aber egal. Egal, sprach Karl. Hey, schütteln, so. Ja, man müsste auch die richtigen Tasten drücken, dann klappt das auch beim Nachbarn. So, den stellen wir jetzt wieder ins Heidi und dann noch wieder die Kisten da wegbrokeln. So ein Shit. Da haben hat er nicht aufgepasst, der dicke Onkel. Stehen bleiben, ausmachen. Der Turb. So. Und dann mache ich die Tür wieder zu. Okay, ne? Doch, ne? Doch, wollte ich das sagen. Ui, da kriegen wir so nicht aufgehoben. Genau. Ich wollte jetzt erstmal gucken nach meinem Auftrag. Da haben wir es. So, machen wir den Feld 12. Feld 12. Jo. Das ist dann so ganz groß ja nicht, ne? Zurück. Ja, machen wir mit meinem Trecker und meinem Flug, da geht's schneller. Wo bin ich denn jetzt hier? Hallo, 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 hallo. Ich bin immer noch völlig irre in der Birne. So, Vertrag akzeptieren. Danke, bitte. Dann nehmen wir den hier wieder. Oh, jetzt bin ich so durch die zuhe Tür wieder. Mann, 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 Mann. Den hängen wir ab. Oh, vorwärts fahren müssen wir auch. Das wäre sinnvoll. Und zack. Jetzt muss ich noch mal gucken, die 12. Da ist der GT Teams und Bums, alles klar. Dann werden wir jetzt da raus fahren. Bisschen Frischluft machen wir auch. Hallo. So ist fein. Oh, das ist nett, dass du mich vorlässt. Das ist aber äußerst aufdringlich. Dankeschön. So, mal gucken, ob einer gucken tut. Nö, wunderbar. Tatati, tatatatatam. Trim, 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 trim. Oder palim, palum. Guck, hier ist das schon Feld 12. Hier rüberfahren. Dann sind wir da schon da. Das sieht doch gut aus, oder? Wir werden diese Gerade sofort mal annehmen. Hier direkt als Gerade. Ach, das geht auch wieder nicht. Mann, ey. Es ist ein Kreuz. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, ne? So. Wir schauen. 9 Meter. Oh, ne? Einmal drehen. So. Noch ein bisschen verschieben, noch dahin. So. Absenken.
Elli Pirelli, Gas. Auf los geht's los. Auch da können wir auch wieder ein paar Steine runtersammeln. Das gibt wieder Kalk. Weil den Kalk wir nicht brauchen, können wir auch wieder verkaufen. Ne? Macht ja auch Sinn. Bringt Geld. Alles zusätzliche Einnahmen, die man ja mitnehmen kann. Hätte noch ein bisschen weiter rüber schieben können. Na egal, den kleinen Streifen hier. Machen wir hier vielleicht noch zum Schluss. Mal gucken. Hallo Mietz. Na du? Wunderbar, weiter geht's. Der Maschinensound ist hier ein bisschen leise, oder kommt mir das nur so vor? Schauen wir mal, ob das eben so ein bisschen. Ich hoffe, das geht jetzt. Gut, ich habe ja auch meinen. Wenn es so leise sein sollte, bitte melden in die Kommentare unten. Bescheid sagen. Mann, ey. Juckt die Nase und das Gesicht, das glaubt kein Mensch. Aber ich weiß, woran es liegt. Da draußen da. Was da vorm Fenster rumlungert, dieses verdammte Wetter. Ja, ich darf nicht so schimpfen. Viele freuen sich über das Wetter. Ich aber nicht. Ist nicht meins. Ich vertrag das leider nicht. Oder nicht mehr. Aber das wisst ihr ja alle. Falscher Knopf. Sonne nichts gut für den dicken Mann. Ne Momo? Ja. Wer sich wundert, hier Momo, Miets, das sind Katzen von meiner Tochter, die sausen hier rum. Also meine Tochter wohnt mit ihren Kindern oben in der Wohnung. Und die Katzen haben hier im ganzen Haus irgendwie, weiß ich auch nicht. Ne, oben ist die Balkontür auf, dann gehen sie mal am Balkon und kommen hier unten wieder rein. Und fressen sich bei mir satt. Irgendwas läuft da falsch, glaube ich. Aber das war hier schon immer so. Gut, wie ich meinen Hund noch hatte, meinen Neufundländer, da kamen die Katzen nicht. Weil der hätte die Katzen zum Fressen gern. Aber seitdem der nicht mehr ist, haben die sich angewöhnt, hier reinzukommen. Also hier bei uns in die Wohnung. Naja, und ich bin ja so einer, ne? Ich mag ja Tiere. Dann kriegen sie auch Fressen und mal ein bisschen Milch. Kaufe ich sogar noch extra für die Viecher. So blöd bin ich ja.
Nee, mag ich wohl. Katzen finde ich auch ganz hübsch. Ich bin zwar eher der Hundemensch, aber Katzen mag ich auch. Und unsere English Bulldog Dame, die wir hier noch haben, die ja auch eigentlich zu meiner Tochter gehört, die ist ja vor einem Jahr oder was mit Samtkissen die Treppe runtergekommen und hat gesagt, so, bei Oma und Opa ist das schöner, da bleibe ich. Ich gehe nicht mehr hoch. Ja, die hat kein Problem mit Katzen. Also das ist, klappt. Ganz im Gegenteil. Manchmal will sie mit denen spielen, aber dann wollen dann die Katzen wieder nicht. Die verstehen das nicht so richtig. Ja, und was soll ich sagen? Jetzt liegt die Hundedame da im Wohnzimmer an der Seite, hier so in der Ecke, auf ihrem Kissen und schnarcht vor sich hin. So ist er halt. Sie läuft nicht gerne, aber dafür schläft sie gerne. Hat ja auch was, ne? So ist das alle. Mick hat's gemacht. Mick sagt uns, was sagt uns das? Raya ist am Ende. Ja, ist doch gut, Schatzi. Wenn du jetzt vorwärts fahren würdest, wäre das echt, echt nett von dir. Dankeschön, bitteschön. Wiedersehen. So. Er macht, was er will, ne? Prost! Was sagt mein Hausarzt bei dem Wetter? Viel trinken. Nicht zu viel essen, aber viel trinken. Was trinken wir? Wasser. Wasser mit Eiswürfel drin. Ist das nicht geil? Man könnte auch sagen, das ist Wasser on the Rocks oder wie heißt das? Oder wie? Oder nicht? Ich habe auch keine Ahnung. Alt. Ach, ich werde hier mal noch hier auch ein bisschen Vorgewinde fahren, glaube ich. Das kann eigentlich nicht verkehrt sein. Ach, ach, ach. Ach, 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 ach. Schau doch mal zu. Was? Paling? Es palingt im Discord, aber ich sehe nichts. Na dann. Dann nicht. Ne? Dann eben nicht. Hätte ja mal sein können, dass einer was von mir will oder mir was mitteilen möchte. Aber dem scheint nicht so. So, nach vorne gucken und dann werden wir hier mal dran runter lutschen.
Ja, habe dann am Wochenende gesehen, dass der Farmer Andi ja auch wieder sehr aktiv ist momentan wieder auf der Hofbergmann. Er ist ja derbe zugange. Da tut sich was. Was so Produktion angeht, kommt da was bei. Jo, er arbeitet kräftig dran weiter. Wann dann was kommt, das bleibt abzuwarten. Ne, wie Andi immer so schön zu sagen pflegt, wenn es fertig ist. Obwohl der wird ja nie fertig mit der Karte. Aber mal gucken, wann so das erste wieder rauskommt für die Supporter zum Beispiel, dass die mal wieder loslegen können mit weiteren Tests. Andersrum gesagt, wir werden noch das eine oder andere Mal ein neues Healthcam brauchen. Oder beziehungsweise anfangen müssen. Aber das kennen wir ja. Das ist ja alles nichts Neues. Wenn ich überlege, wie oft ich im 19er neu angefangen habe auf der Hofbergmann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das ist nun mal so, ne? Man kann natürlich hier auch auf der ersten Version bleiben und macht dann hier einfach so weiter, aber kann sich auch selbst was umbauen. Geht auch. Von daher, da muss ja jeder für sich entscheiden. Aber ich würde dann oh, schon gerne dem Andi seine aktuellen Versionen spielen. Weil er kann es einfach, ne? Das ist so. Gut, was ich jetzt zum Beispiel für mich nicht gebraucht hätte, ist der Pferdestall am Hof. Ich habe es nicht so mit den Pferden. Ich finde die toll, wenn sie auf der Weide laufen, jetzt im Realen. Aber ich muss, also nee, meins ist das nicht. Aber gut, muss man ja nicht nutzen. Mache ich ja auch nicht. Von daher, das ist für mich eine Abstellkammer. Und gut ist, für mehr brauche ich das nicht. Aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, ne? So, Freunde, dann würde ich sagen, für diese Folge genug gequatscht. Ich pflüge den Rest hier eben noch fertig, ohne euch. Und ich werde auch die Steine ohne euch einsammeln, denke ich mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr möchtet, mal gucken, was ich dann anstelle. Ob ich dann noch einen Neuauftrag habe oder ob ich dann weiter Kalk mache. Oder das Feld, was war das? Sechs, glaube ich, wo ich Gras drauf gemacht hatte. Das wollte ich jetzt dann auch kalken und umpflügen. Und wieder als ja, normales Feld nutzen. Erstmal, weil Heu habe ich erstmal liegen. Und dann sieht man weiter, ne? So mein Gedankengang. Ja. Aber wie gesagt, sehen wir, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Lasst euch überraschen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.